Regel Nummer 1, verreise niemals ohne ein Einhorn. Kennt ihr das Gefühl, an alles gedacht zu haben, wenn ihr verreist? Ja, ich kenne das auch nicht, aber ich hoffe einfach aufs Beste und jetzt geht's los. Hallo ihr Lieben! Nein, ich bin nicht die Elli, aber die nerven wir jetzt ein bisschen, die ist nämlich am Autofahren. Lach nicht. Wir sind auf dem Weg nach Neuss und ich denke, sie hat gehofft, dass ich fahre, aber nö, mag ich gar nicht. Jetzt muss sie dran. Das ist witzig, wenn die eigene Mutter die Kamera rausholt und anfängt zu filmen, als wäre sie die YouTuberin. Aber ich habe richtig mit Hallo ihr Lieben angefangen, oder? Ja, das hast du gut gemacht, voll profimäßig. War's das jetzt? Kommt da noch irgendwas? Oder? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Okay. Hallo? Ich weiß. Du warst vorhin auch gruselig. Achso, wir wollten... Na. Ich hab mal wieder den Plan vergessen. So, wir sind mittlerweile angekommen, aber noch nicht auf der Equitana, sondern erstmal da, wo wir übernachten werden, nämlich im Kloster. So ein bisschen Kontrastprogramm zur Equitana. Und ja, auf die Equitana geht's am Morgen. Meine Mutter jagt jetzt noch ein paar Eichhörnchen. Und ja, morgen geht's dann weiter mit dem Video. Also für euch jetzt gleich. Für uns morgen mit Filmen. Und Tag 2 beginnt. Ja, ich sehe im Moment nur so aus, weil ich noch keinen Kaffee hatte und wahrscheinlich hört man das auch und ich fühle mich einfach noch ziemlich verpennt. Ja, ich wollte nur gerade einmal schnell das Zimmer zeigen, wie man das so macht in Hotels. Es ist zwar kein Hotel, sondern ein Kloster und ist dementsprechend nicht so, ja, ein bisschen schlichter eingerichtet, aber macht man halt so in Videos. Ja, also es ist nichts Wildes. Wir haben hier 2 Betten, einen Schrank, ein Waschbecken und einen Tisch und jede Menge Unordnung, so wie das ist, wenn meine Mama und ich zusammen wegfahren. Ja, also eigentlich alles, was man braucht, Toilette und Bad sind auf dem Flur, mit gemeinschaftlich genutzt. Ja, für 2 Tage sind 2 Übernachtungen sicherlich nicht verkehrt. Und natürlich die obligatorische Bibel. Haben wir nicht mitgepackt, lag hier schon, aber meine Güte. Ist halt die Bibel. Ja, und es geht gleich zum Frühstück und dann auf zur Equitana. Ich soll mal ein bisschen filmen zumindest. Thank you.
trotzdem gut liegen, dass wenn das Pferd mal einen schnelleren Schritt macht, ja, hier ist der auch. Wir schwitzen. Nur ein bisschen. Oh, Sonnenbrand. Das ja. Kann doch nicht sein. Es ist passiert. Nico hat seine erste Schabracke. Heldin des Tages mit Currywurst. So, wir sind jetzt gerade wieder weg von der Equitana und sind ziemlich fertig. Mama fotografiert noch den Mond. So blöd. Ich weiß. Ich habe dich gestern auch schon bei der Eichhörnchenjagd fotografiert. Ja, ich weiß. Also gefilmt. Du hast gefilmt auch? Gefilmt. Während Mama den Mond fotografiert, kann ich euch eine witzige Geschichte erzählen. Wir haben den ganzen Tag versucht, irgendwie die Kira mal zu treffen von Oldenbeast. Und irgendwie war sie ständig woanders als wir. Und dann waren wir gerade noch bei Lidl, uns ein bisschen Verpflegung noch kaufen. Und dann haben wir sie da einfach getroffen. Das ist mega witzig. Ja, und jetzt fahren wir erst einmal zurück ins Kloster, schlafen. Und dann gucken wir morgen vielleicht nochmal ein bisschen auf der Equitana vorbei. Weil es ist echt mega warm und anstrengend, aber trotzdem sehr schön. So, das Ergebnis mit dem Haul war noch ziemlich eindeutig. Ich mach keinen. Ja, nee, ich mach einen. Also erstmal so diverser Gratis-Kram, Schlüsselband, Postkarten und ein Kuli. Wenn man es gratis kriegt, nimmt man es halt mit. Dann gab es noch eine neue große Putztasche für Nico. Der hat bisher nämlich nur eine kleine und ich habe lieber große, deswegen die jetzt in dem schönen Blau. Passend dazu schon mal ein bisschen Putzzeug mit Ledergriff, das lässt sich total angenehm anfassen. So, bereits gezeigte Schabracke von Eskadron in, was weiß ich, Einhorn, Furz, Blau. Keine Ahnung, wie die Farbbezeichnung ist und aus welcher Kollektion das ist, aber sie ist schön, deswegen kam die mit. Und zuletzt sieht aus wie ein Stirnriemen, ist aber keiner, sondern kommt hinten an den Sattel dran. Das verfolgt mich auf Facebook irgendwie schon ewig und jetzt habe ich es einfach mal mitgenommen und probiere das mal aus. Das ist sehenswert. Schwester Ute. Bin ich tatsächlich, ne? In meinem Beruf, ich werde Schwester. Ja, ich weiß, das klang jetzt auch erstaunlich bekannt. Isabel hat schon eine Nachricht bekommen, sie soll mich nur noch Schwester Elise nennen, während ich hier bin. Na gut, Elisabeth ist ja auch ein Name, der ganz gern genommen wird, ne? Ja, aber ich würde mich nennen nur Elise. Schwester Elise. Ich bin der Meinung, dass die Menschen.